Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trollface Quest Video Games. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben mit den Portalen. Ich werde es weiterspielen. Ich habe jetzt allerdings, weil es auf dem PC gelaggt hat im Emulator, mir das Ganze für ein iPad nochmal runtergeladen und das alles mit dem PC verbunden und was weiß ich alles. Und es ist jetzt wirklich richtig geil flüssig und es kommt trotzdem keine Werbung. Von daher alles cool. Weblocker for the win. Und ja, wir gehen einfach mal ins nächste Level und schauen rein. So, das sieht aus wie Plötzchen. Könnte Minecraft sein. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel sein soll. Das ist wahrscheinlich der Troll-Typi hier. Ja. Nee, okay, das ist zum Sammeln. Okay, also das ist der Typ, den man unten rechts braucht. So, jetzt keine Ahnung. Soll das Virtual Reality sein? Oder soll das Minecraft sein? Oder soll das dieser Rubik Cube sein? Keine Ahnung. Ich klicke einfach mal an den Dings hier dran. Okay, da kommen immer wieder neue... Es ist tatsächlich Minecraft! Da kommen immer wieder neue Klötze. Was macht ihr? Wieso schreit ihr mich an? Oh ja, es laggt jetzt viel weniger. Ihr könnt leider nicht sehen, wo ich hinklicke, gell? So, Leute, ich habe jetzt für euch eingestellt, dass ihr auch sehen könnt, wo ich hintippe. Hier, ich habe jetzt so ein Ding hier. Und jetzt seht ihr mal, wo ich hinklicke. Okay, also es kommen Klötze, wenn ich hier raufklicke. Dann biebt er sich da so ein Klotz hin. Er hat anscheinend wirklich so eine... Virtual Reality Brille auf oder Augmented Reality oder was auch immer das sein soll. Da kommen dann die bösen Leute rein. Wir müssen vielleicht irgendwo anders hinbauen. Nee, ist egal, wo wir hinklicken. Vielleicht müssen wir einfach die ganze Zeit da noch mehr hinbauen. Nein, bau noch mehr hin. Töte sie, schieß sie einfach ab. Ah, es sind nur meine Eltern und das ist nur ein Scheißhaufen. Das ist alles Fake, Fake News, Leute, Fake News. Okay, wir spielen World of Tanks, so wie es aussieht. Wow, da ist ja richtig viel los. Okay, schieß. Pow, 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 ja, töte alles und geh nach links und rechts. Oh nein, Blue Screen! Nee, wusch ich die los? Auf dem iPad kommt auf jeden Fall sehr viel weniger Werbung. Das finde ich richtig gut. Benutzt mal die Maus. Geht nicht. Wenn wir auf dem Bildschirm tippen, passiert auch nichts. Wenn du... Okay, wir können schießen, egal wo wir hintippen. Wir schießen immer nur. Aber wenn wir zu oft schießen, dann geht der Bildschirm kaputt. Yeah, raff ich gar nicht, Leute. Wir müssen bestimmt irgendwas hier drinnen machen. Aber was? Mit der Maus können wir halt nichts machen. Okay, ich glaube, ich brauche so einen Hint. Ja. Okay, mach ich. Mach ich, liebes Spiel. Mach ich. Bringt mir nichts. Hä? Ja, der sagt, ich soll hier so komisch runtergehen. Bringt ja nichts. Kapier ich nicht, Leute. Das ist der Hint, der da von denen kommt. Also diese Hand da, die bin nicht ich. Aber was soll denn das heißen? Er macht ja nichts, wenn ich das mache. Leute, ich kann hier gar nichts machen. Mach den Bildschirm kaputt. I don't know. Hä, was war das denn für ein Hint? Das Spiel kaputt. Schuss, Schuss, Schuss. Mach alles kaputt. Hier kann ich auch nicht nach unten scrollen. Hä, ich verstehe das gar nicht. Ich brauche noch einen Tipp. Hä, das ist genau derselbe Tipp. Ja, toll. Ah, man muss doch nach unten gehen. Aber ich musste das jetzt ohne diesen Visible Touch machen. Warum das denn? Jetzt? Ach so, wir hatten Bluescreen bekommen, weil der PC zu schlecht ist. Wenn wir jetzt die Grafik vielleicht runterstellen. Ja, easy. Okay. Hä, aber mit diesem Visible Touch ging das nicht. Muss ich noch irgendwas machen? Ah. Ja, das war richtig. Okay, das wird Skyrim sein oder sowas? Okay, erkenne ich auch wirklich gar nicht. Da ist auf jeden Fall was zum Einsammeln. Was auch immer das für ein hässliches Viech war. Wir haben hier ein Chicken. Da haben wir noch was zum Einsammeln. Nice. Okay, er will uns wahrscheinlich töten hier. Ja, das ist der Troll-Dude. Auf mich auszulachen. Und er will unser Chicken töten? Das ist aber keine gute Idee. Hast du noch nie Zelda gespielt? Oh. Buh. Das finde ich... Achso, das sind wir, oder was? Okay, was wollen wir aufsammeln? Auf jeden Fall den Scheißhaufen. Den Golden Poo. Das ist der wichtigste Loot von allen. Nicht? Okay, nochmal. Das scheint ja soweit schon mal richtig gewesen zu sein. Das Hühnchen wollen wir gar nicht, wir wollen nur sein Loot. Und wir wollen natürlich das Gift, nicht? Ich will nicht den Scheißhaufen. Dann vielleicht den Hut? Wir müssen das wahrscheinlich wieder alles zusammennuddeln. Raff's nicht, gib mir einen Tipp. Geht halt auch nicht. Ich kann mir auch keinen Tipp nehmen. Hä, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ich kann nur den Scheißhaufen aufheben. Ja, hä? Ich kann nicht mal einen Tipp nehmen. Jetzt. Oh, das wusste ich doch schon. Ich will einen neuen Tipp. Was muss ich denn jetzt machen? Dann geh doch einfach weg. Jetzt kann ich mir leider keinen Tipp mehr nehmen. Aber den Scheißhaufen nehmen ist ja anscheinend falsch. Was ist das denn für ein dummes Scheißspiel, um es mal so zu sagen? Andererseits meinte der Tipp, ich glaube, wir müssen jetzt schon irgendwas machen. Der Tipp meinte ja, man soll den irgendwie so komisch antippen. Man sollte den so ziehen oder sowas.
Ja, bringt ja. Ich kann irgendwie nicht ziehen mit diesem Visible-Touch-Ding hier. Ich hab den Visible-Touch jetzt mal ausgemacht und jetzt ziehe ich dieses Küken einfach mal. Nee, aber auch nicht. Es geht einfach nicht! Okay, ich guck mir jetzt nochmal den Tipp an. Aber ich brauch zwei Finger. Ich soll den auseinanderziehen. Oh lol, was? Wie soll man denn auf sowas kommen? Wir sollten das Chicken größer machen? Dein Scheiß Ernst. Ohne Witz, da kommt man doch nicht drauf. Jetzt habe ich vor allem zwei Tipps für diese Kacke verwendet. Na gut, wo sind wir hier? Wir sind auf jeden Fall im Mittelalter. Hier, da haben wir diesen Tempelritter. Den können wir anpupsen. Ah, das ist Assassin's Creed. Okay, raffig. Wir können uns da drin bestimmt verstecken. Nee, da ist schon jemand drin. Und der kommt auch immer wieder. Ja, geil. Was macht er da? Ups, das ist aber okay. Furzwitze sind witzig. Was ist denn mit dir? Oh nein, das war ich nicht. Wir müssen uns schnell verstecken. Hui! Ja, wo bin ich? Man weiß es nicht. Und jetzt müssen wir die noch bestimmt noch töten oder so. Hallo! Ich bin hier drin. Ja, typisch Assassin's Creed. Verfolgen dich. Sehen sogar, dass du da reinspringst, aber wissen trotzdem nicht, dass du drin bist. Auf jeden Fall in den früheren Teilen. Ja, das war tatsächlich mal ganz okay vom Witzigkeitsfaktor her. Das ist auf jeden Fall Fallout. Da haben wir ein hässliches Shigi. Hallo, hässliches Shigi. Also man kann hier auf jeden Fall immer kleine Pokémons. Pokémons. Darf man inzwischen sagen? Plural von Pokémon. Sowohl Pokémon als auch Pokémons. Ja, hier, trink dein Scheiß. Und bring gefälligst den Pfand weg. Was? Nein, wir müssen fliehen. Was haben wir getan? Was? Ich hab gar nichts verstanden. Okay, die kommen, wenn wir unsere Cola hier auftrinken, ja? Dann kommen die hier rein. Dann müssen wir die irgendwie aufhalten. Wir müssen schnell trinken und dann ganz schnell verschwinden. Los, mach hier irgendwas zu. Oh Gott, nein. Verprügel die doch selber. Nein, oh Gott, was, hä? Ich hab fast das Gefühl, dass ich hier wieder nicht ohne Tipp hinkommen würde. Also man kann die trinken. Zwei. Und dann gehen wir einfach bei der zwei. Jetzt bin ich groß, weil draußen ist alles cool. Okay, also die werden so oder so gekommen. Aber jetzt bin ich der Hulk geworden, weil draußen radioaktive Strahlung ist. Okay, witzig. Cool. Okay, nächstes Level. Das ist hier diese Food Ninja heißt das. Okay, die Scheißhaufen kennen wir noch nicht. Wir haben Bananen und eine Melone. Bei Food Ninja muss man ja eigentlich nur die Früchte durchschneiden. Okay, das funktioniert. Guck mal, jetzt funktioniert das sogar mit dem... Nein! Mit dem Schnitt. Bananen haben wir nicht. Scheiße! Wir müssen die Scheiße! Ich nehme die Scheiße! Unser Senpai war nicht erfreut, was wir da gemacht haben. Okay, die haben wir. Banane kriegen wir auch hin. Zack, Banane aber auch. Und die Scheiße lassen wir einfach fliegen, oder was? Hä? Mit der Scheiße müssen wir unseren Senpai bewerfen, oder wie? Damit wir zeigen können, dass wir der krasse Oberficker sind. Okay, und Scheiße behalten wir. War auch nicht gut. Was sollen wir denn mit der Kacke machen? Okay, aus dem gewohnten Muster denken. Normal wäre es, wenn man die Früchte kaputt macht. Das heißt, wir lassen es jetzt einfach mal. Wir machen die Früchte nicht kaputt, sondern machen genau das Gegenteil von dem, was die von uns verlangen. Das war bisher ja auch meistens richtig. Und die Scheiße, die machen wir kaputt. Alles klar. Oh, ist das dumm. Und vor allem, es sind immer diese Pipi-Kaka-Witze. Okay, aber ich muss sagen, diesmal war es witziger als im ersten Part. Vor allem auch, weil es nicht so gut viel gelaggt hat. Am meisten gefiel mir der Assassin's Creed-Part. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welche ihr davon witzig fandet, wenn ihr überhaupt einen witzig fandet. Aber vielleicht nimmt das Spiel ja ein bisschen an Fahrt auf. Auf jeden Fall auf dem iPad macht es mehr Spaß als auf dem PC. Und ja, das war's dann aber mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.